Hey Leute, hier ist ein kurzer Startnext-Film. Ich brauche Kohle für meine weiteren Projekte. Ich krieg nirgendwo was her. Alle halten mich für irre. Andere wollen mir nicht geben. Andere wollen, dass ich mich auf irgendwelche Scheiße einlasse. Mache ich nicht. Genau, deshalb frage ich euch mal. Ich wollte es nie wieder machen. Also, ich brauche irgendwas zwischen 1000 und 1500 Euro, um bestimmte Sachen zu regeln, sonst kann ich nicht weiterarbeiten. Hier sieht man meine Bürokiste, das habe ich als Punker gelernt damals. Alte Kiste, Brett, den Computer habe ich schon ewig und eine Platte liegt dort zum Musik hören. Ja, Platten sind sehr wichtig. Dann hier, das ist so ein bisschen ein Ort, wo ich schon immer nachdenke über mein Leben, über meine Heimat, von dort komme ich. Das ist eine Eiche hinter mir übrigens hier. Stoll. Wolf-Dieter Stoll. Das ist eine Eiche, die hinter mir ist. Die habe ich irgendwie immer mal gegossen, wo ich hier, aber nur so ein Tropfen. Da sitze ich, denke nach. Das war mal ein schönes kleines Dorf einst, ganz klein mit Schweinen, Kühen und alles. Da habe ich immer Indianer und so gespielt, meine ersten großen Visionen und so gehabt und tiefen Träume und so. Und jetzt haben die da über meinen Kraftort, seit 5 Jahren steht ein Handymast, alles voller Einfamilienhäuser. Eigentlich komplett zerstört, aber irgendwie auch nicht. Mir ist alles scheißegal. Und da sind jetzt auch viele Jugendliche und so. Die sind cool. Das sind keine Nazis mehr. Die haben auch keinen Bock mehr auf die Scheiße. Mit denen kann man quatschen. Die haben übelst viel Schiss gehabt jetzt wegen diesem Krieg, wegen Russen und wegen den ganzen Scheiß. Da hab ich so ein bisschen mal die Jungs beruhigt. Ah ja, genau. So eine pinkfarbene Ken ist das von Loop. Das sind Mädchendosen, aber geiles Zeug. Da war ich hier bei Trio Mandili, Georgier sind das, und da habe ich mich lange mental vorbereitet und mit denen mal richtig geredet. Und die da, die Jüngere da in der Mitte, die hat mir wirklich auch zugehört. Das habe ich gemerkt. Die hat jedes Wort genau zugehört. Und auch die anderen Frauen, na, die haben mich voll abgecheckt. Das sind, glaube ich, Slaven. Die sind abgebrüht ohne Ende, die tun so freundlich zu euch, aber das ist was ganz anderes. Also auch, aber auch halt. Und die Jüngere da, die ist halt genau wie eine Ex-Freundin von mir, die gestorben ist vor 3 oder 4 Jahren, was mein Herz dann so endgültig gebrochen hat. Dann hier, Defecto oder wie du heißt, diese Platte war die Rettung. Die habe ich mir gekauft, als ich das erste Mal in deinem Laden war. Da ging es mir hundeelend und da habe ich immer, hab den ganzen Tag gearbeitet, 14, 15 Stunden, immer dann zum Relaxen hier die Scheibe. Das war super. Wo ist mein Feuerzeug? Da muss ich gleich mal hier meine Kippe anzünden. Ah ne, man muss nicht immer rauchen. Wie viele Minuten habe ich noch? 8. Na gut, ist lange Zeit. Jo. Ich danke euch sehr, die Mucke ist übelst geil. Reden wir mal drüber. Ich kann euch auch was vorstellen an Mucke und vielleicht zeigt ihr mir mal was. Und hier mein erstes Werbefoto für Loop hier, wenn du keine Kohle mehr hast, eine Farbe reicht. Was kosten die? 5 Euro oder 4 oder so? Ich nehme dann schwarz, jemand anders pink oder so und ich nehme schwarz. Das drückt für mich eigentlich alles aus, es ist so nichts Negatives oder so. Ich fühle mich da eigentlich wohler eigentlich als mit diesem Weiß und Hell. Das ist was für andere Leute. Ich komme aus dem Licht, ich bin ein Lichtkind, deshalb halte ich mich gerne im Dunkeln auf, weil sonst verbrennt man sich mit den Leuten, die über Licht reden und Dummheit und Krankheit verbreiten in der Welt. Mit dumm Gequatsche und Doppelmoral. Genau. Dann hier Herzen kommen jetzt. Ich habe mal wieder Herzen gesprüht. Das mache ich jetzt wieder, aber silbern drumherum, falls ihr es sehen könnt. Hab silbern gemacht. Silbern ist so, weiß ich nicht, was ist. Ihr Graffiti-Leute wisst, silber, schwarz, ganzer Zug. Dann hier Striche malen. Kleine kurze Striche malen. Kann ich gut. Muss man halt sich mental gut vorbereiten, muss man was können, dass das halt richtig läuft, dass die richtige, das ist so eine Mischung aus cool sein,
Ich komme halt aus so einer alten Graffiti-Crew. Ich sehe die alle gar nicht mehr so. Ich sah auch nicht, wer es ist. Da haben wir halt übelst viele Bücher gelesen und uns mit Philosophien beschäftigt, Hinduismus, Krishna, was ist ich, alle Christentum, haben gelesen, haben gemalt, haben geskatet, und dann haben wir halt gesprüht. Das sieht dann so aus. Dann hier habe ich mal einen kennengelernt, einen Spanier. Der Juan, geiler Typ, auch immer gedisst worden von der Kunstszene, weil er irgendwie nicht reinpasst oder was. Der kam hier an in der Notlage. Das war total geil. Ich in der Notlage, er in der Notlage. Und haben wir uns gegenseitig ein bisschen aufgebaut, gehen zusammen jetzt Wege, aber trotzdem getrennt, weil, sage ich mal, unsere. Er ist halt, glaube ich, ein bisschen sensibler als ich, habe ich das Gefühl. Ich will dir jetzt nicht zu nahe treten, Juan, aber das liebe ich auch an dir. Und diese eine Nacht, wo wir hier durch Leipzig gelaufen sind, zu diesem komischen Typ, der hier irgendwas managen will und nur die Leute verarscht mit Gesülze und da fehlgeleitet hat. Das war ein sehr wichtiger Abend für mich. Also, ich mache jetzt zu deinen Bildern Musik. Deine Bilder sind's. Da gibt es jetzt auch demnächst, veröffentliche ich was. Hier habe ich mal mein Set zusammengestellt. Das ist sozusagen mein Reiseset. Ich habe jetzt ein paar Einladungen gekriegt, Mutter Erde heilen, von irgendwelchen Zen-Buddhisten und was weiß ich. Die gucken jetzt aber erst mal 3 Jahre, ob ich durchhalten kann, alleine. Die lassen mich jetzt hier in der Scheiße sitzen, um zu gucken, ob ich überlebe. Weil dort wird es noch gefährlicher als hier. Das weiß ich ja schon. Ich war ja schon dort. Bin bloß verweichlicht worden von Hippies. Ach hier, das ist mein Miniset Kinderheilung. Also wenn ich gar nicht mitnehmen kann, 3 Sachen. Und hier das Buch von Christina Schult, da sind Bilder drin, wo ich genau weiß, was ich heilen muss. Dann hier Medienkurz, Kunst gibt's bei Insta, lange nachgedacht, schnell gearbeitet. Hier so eine Frauen lerne ich kennen. Berlin lässt grüßen, ich komme bald, aber ich muss erstmal kämpfen. Ja, die Atacama-Wüste. Oh, da habe ich gar nicht das Ding ausgeschnitten. Gut. Die Atacama-Wüste grüßt mich. Ich soll rumkommen. Hier, Hip-Hop-Mini-Set, Mini-Heilungsset. Das ist mein schnelles, schamanisches Eingreifset. Hier, Foto, Noise-Core für Hip-Hopper und Street-Art-Künstler, wenn ihr Noise-Core hören wollt, ich komme vorbei. Hier, Platte, Med-Professor. Danke an die Leute hier vom Skate-Shop Georg-Schwarz-Straße. Ja, ich bin eigentlich Geheimdienstpolizist in Wirklichkeit. Und hier, sowas mache ich auch. Irgendwie komisches Zeug, verstehe ich selber nicht. Jonathan Mese hat es gesagt, löse Absurdität in Kunst auf. Und hier, Schamanismus, beschäftige ich mich sowieso schon lange. Ach, und hier, so Kinderfilme. Das da hinten ist ein Cover, was ich gestaltet habe. Wartet, vielleicht kann ich es nochmal zurück machen. Nee, geht nicht. Das ist ein Cover, Format C. Ich habe für dich ein Cover gestaltet, das schenke ich dir. Dafür musst du mir ein Leben lang erklären, wie man Bässe, Techno-Bässe, oder hast du da überhaupt welche? Du hast sogar keine Basslines. Na gut, hier, das ist mein Set. Also, so, das ist das, wenn ich zum Noisecore eingeladen wäre und mich einer mit dem Auto abholt. Das nehme ich dann mit. Dann wird's richtig geil und das ist übrigens erst die Hälfte. Naja, gut so ungefähr. Los Leute, spendet mir Geld. Ich muss die Klangtherapie-Ausbildung bezahlen. Ich muss reisen. Ich muss noch ein paar Instrumente kaufen. Nicht teures Kabel. Ich muss mir Medikamente kaufen wegen meiner Beinentzündung. Helft mir, das ist kein Quatsch. Bis dann, Peace. Ja, genießt euer Leben. Dankeschön.